Ende Oktober hat die Polizei in Malchow einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. In den vergangenen Tagen kamen weitere schreckliche Taten ans Licht. Inzwischen ermittelt die Polizei in mindestens 5 Fällen gegen Daniel P. Erstmals spricht jetzt Michelle vor der Kamera, erzählt uns ihre Geschichte. Also ich bin abends nach Hause gegangen, gegen 10:30 war das, glaube ich, und habe mit meinen Kopfhörern Musik gehört. Und dann kam jemand von hinten und hat mir den Mund zugehalten. Und da habe ich erst gedacht, dass das vielleicht ein Scherz von irgendeinem von meinen Freunden ist oder so. Aber dann hat der mich nachher Richtung zu so einem dunklen Weg hin gezerrt und dann habe ich langsam, also habe ich gemerkt, dass das kein Scherz war. Und dann habe ich ihm auf den Finger gebissen. Und dann hat er nachher losgelassen von mir und hat mich dann in den Schwitzkasten genommen. Und dann habe ich mich da rausgedreht und bin dann gegen den Zaun gefallen. Und dann habe ich so lange getreten und geschrien, bis er dann abgelassen hat. Und dann ist er einfach umgedreht und weitergegangen, als wenn nichts gewesen wäre. Ich habe mich dann nochmal umgedreht und habe dann halt diese Kordjacke gesehen, diese beige. Und bin dann gleich sofort nach Hause gelaufen und habe währenddessen noch meine Freundin angerufen damals. Und ihre Mama hat das dann mitgekriegt und hat dann auch gleich die Polizei angerufen. Wegen versuchter sexueller Nötigung und Körperverletzung wurde Daniel P. 2014 zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Letztendlich konnte Daniel P. aufgrund seiner Kordjacke, die er bei der Tat getragen hatte, überführt werden. Die Tat zu verarbeiten, fällt Michelle auch heute noch schwer. Die Angst ist allgegenwärtig. Also ich habe nachher, ich habe mich gar nicht mehr alleine so richtig rausgetraut habe dann auch ganz oft davon geträumt und dann aufgewacht nachts und Angst gehabt dann. Und daraufhin habe ich das ja dann meiner Tante erzählt gehabt, dass ich dann nicht schlafen kann und ständig diese Träume dann habe. Und meine Tante hat sich ja dann mal informiert und beim Psychologen angerufen in Malchow und der hat mir dann gleich einen Termin gegeben. Daniel P. wird vorgeworfen, in den vergangenen Monaten mehrere schwere Sexualstraftaten an Kindern verübt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt in diesen Fällen. Für Michelle ist der Fall zwar abgeschlossen, trotzdem will sie den Prozess gegen Daniel P. verfolgen und hofft, irgendwann wieder ohne Angst leben zu können.